Hallo, 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 hier ist wieder Shogi bei Noki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin nicht der Christian und das ist nicht der Sascha. Richtig, nicht Christian. Ja, so nicht Sascha. heute am 13. August haben wir ein Geburtstagskind und das ist Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, der Regisseur, damals revolutionäre Filme gedreht wie Psycho, Vertigo, The Rope. Genau. Und die Vögel. Die Vögel. Nicht zum Vögeln, sondern die Vögel. Fand ich übrigens einer meiner Kultfilme. Vögel. Und wer spielt da die Hauptrolle? Weiß ich nicht. Rod Taylor. Aber es ist, ich finde diesen Film, diese ganze Stimmung, diese. Also, das mit den Vögeln. Also Filme mit wo die Vögeln. Das Haus verlassen am Ende und diese Vögel sitzen da einfach nur, diese bedrohliche Kulisse. Wahnsinnsfilm. Ja. Alfred Hitchcock war ja auch immer einer derjenigen, der bei seinen Filmen irgendwo in der Ecke gesessen hat. Mhm. So auf einer Bank, Zeitung lesen und dann lief die Kamera so vorbei. Ein Statist hat er immer gemacht in seinen Filmen. Ja, das ist immer so Easter Egg-mäßig. Easter Egg-mäßig. Ja, genau. Oh, Easter Egg-mäßig. Ja. Ja, international hier. Osterei-mäßig. Osterei-mäßig. Das hört sich bescheuert an. Ne? Im Jahr 2002 wurden am 13. August 186 Seehunde angespült, die am sogenannten Staupevirus erkrankt waren. Ah. Und sehr aggressiver Virus, der sich unter den Seehunden verteilt hat. In der Nordsee sind ca. 5400 Tiere an diesem Virus gestorben. Echt? Ja. Und das war, wie gesagt, an den niederländischen Stränden ein hohes Aufkommen an toten Tieren mit diesem Staupevirus. Und das hat man am 13. August hat man das mitbekommen? Genau. Hammer. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. 2002? 2002. Ist ja nicht so lange her. Ja. Hab ich ja schon denken können. Die einen sagen so, die anderen sagen so bei dir. Also 2002, warte mal, was war da 2002? Da war bestimmt, warte mal, das war kurz nach... 2001. 2001. Daher. Daher. Ja. Ach, da war das. Am 13. So. August 1987 ist ein Film in die Kinos gekommen, der... Ach, bei Filmen bin ich immer so neugierig. Der ging so. Mhm. Aber der war in aller Munde. Der Hauch des Todes, James Bond. 25. James Bond-Film? Ach, nee, ja, aber das war der erste mit, oh, wie hieß denn der? Timothy Dalton. Ja. Ja. Fand ich gut, weil es ein James Bond war. Ich bin ja so ein kleiner James Bond. Ich möchte den neuen, den modernen James Bond Darstellern ja nicht zu nahe treten, aber es kommt halt einfach keiner an Roger Moore und Sean Connery vorbei. Roger Moore, bist du bescheuert. Sag nichts Gutes über Roger Moore. Der ist James Bond, war das Letzte. Ich als Kind habe den gemocht, aber jetzt der James Bond schlechthin ist Sean Connery, ganz klar. Ja. Aber das ist halt, sag ich mal, die Ur-James Bond. Ja! Ich bin ja auch ein bisschen traurig drüber. Es ist ja so. Mann, ey, jetzt geht's mir. Ich muss jetzt die Sendung beenden. Du gehst mir um Keks. Wir haben sowieso keine Meldung mehr. Ja, stimmt. Das war der 13. August. Ich wollte sie beenden. Ich wollte sie einfach beenden, weil ich jetzt Schluss machen wollte. Weil du so bescheuert lachst. Bis morgen. Cheerio, Miss Sophie.